Willkommen zurück hier, zweite Map Faculty gegen Denial Esports. Mit mir dabei noch der Struxi. Und wo ist Staffau sind? Kommt er Ah, wieder? der ist, ne, ist abgehauen, der geht noch weg, Ah, jetzt. okay. Er musste schon heute wegen dem Cup absagen beim Fußball, da hat er eigentlich Karten gehabt. Ah, für welches Spiel? Bundesliga oder was? Ja, Leverkusen Hoffenheim. Okay. War der ganz gut dabei vorhin? Ja, das lief gut. Beim So. Faculty pusht hier direkt Action, wissen hier direkt Bescheid, gehen aber nicht zurück, sondern fahren irgendwie durch. Könnte sogar ganz gut klappen. Wenn Dizzy gleich leise ist. Oh. Oh, er wird gehört. Boah, Boah, schöner schöner Headshot. Headshot von Ja. Dizzy. Und jetzt kommt der Go hier, da ist Kirby. Er ist allein, oder? Boah, Boah, komm noch rein. schön. Ah, ging nicht rein, er war eigentlich drauf. Asmo ist auch Schön. noch da. Boah. Nice, gute Asmo Gesichter macht gerade. eine Kugel. Oh, schießt! Schön, Schön. Mantis. Ja, Platte die Pistole geholt. geht diesmal an Faculty. Boah. Ach, Mantis, das Augenspot. Toll. Boah. Nice. Ja, bisschen chaotisch, aber Ja. immerhin die Pistole gewonnen. Aber ja, ich weiß nicht, auch wieder ein bisschen komisch halt von Faculty. Sie wissen ja eigentlich seit 10 Jahren, dass Action frei ist und Asmus sogar noch hinten auf Kurz, so eigentlich relativ weit weg. Ja. Also war nochmal ganz schön knapp. Mir kommt so die ganze Zeit vor, als ist die Kommunikation nicht so da. Weil auch eben auf Cache, die Ja. sehen vier Leute, oder Kirby sieht vier oder drei Leute auf sich zulaufen in der Antiko. Und sie machen einfach nichts, anstatt dass sie einfach auf den anderen Spot schnell rushen, was hier auf der Map easy geht. Boah. Naja, vielleicht ist da auch laut oder so, man weiß ja nie im LAN. Ja, oder es ist, weil Mantis einfach ansagt und dann noch nicht die Erfahrung hat, da schnelle Entscheidungen zu treffen. Kann auch sein. Also, keine Ahnung, also, wenn wir jetzt so spielen, ist jetzt egal, auch mit wem, muss ja jetzt nicht mit Shoxi und Guardian sein. Wenn einer drei Leute in der Eco auf einem Spot ansagt, dann ist eigentlich allen automatisch klar, dass sie auf den anderen gehen Ja, müssen. klar. Also, da braucht es halt keinen Ansager. Nur, das sieht halt hier so aus, als kommt es irgendwie nicht durch. Mal gucken. Also, was ich gerade Leider gesagt habe, nicht. ist natürlich auch Map-bedingt, aber auf Ja. Cache war das wohl der Fall. Und man hätte eben so machen müssen. Oh, Dizzy tänzelt den Tee aus, aber nicht erfolgreich genug. Ja, Alter, der jetzt nur strebt noch jetzt. Simon. Sollte vielleicht auch erstmal auf seine Mates warten. Na, er hat einen neben Okay, sich. ja, der erste ist schon da. Aber Bombe kann der Kirby noch nicht eine töten. HE? Schön, die sitzt. Musik, kann auch Ja, nichts machen. schön. Zum Glück waren es auch nur so Gammelwaffen, die sie verloren haben. Ja, Geld stimmt auf jeden Fall bei den beiden Spielern, die gestorben sind. So, wahrscheinlich der Awe direkt mit Jay Mitchell. Asmo auch. Hast du kürzlich mal gegen Faculty trainiert? Irgendwann? Oder ist schon lange her? Nee, das ist schon lange her. Warum, was willst du denn wissen? Vielleicht weiß ich ja so anhand Na, von. weiß Oh. ich, hätte mich Guck jetzt. mal bei A. Läuft ich den Mantis da? Guck mal den Tower an. Ja, habe ich ja gerade gesagt. Ganz cool aus. Aber. Aber das mit M4 ist vielleicht besser mit der Ja, AWE, oder? wollte ich auch gerade sagen. Wenn einer mit AWE Action hochgeht, was vor allem ja diese Amerikaner so die ganze Zeit machen. Einfach irgendwo mit AWE vorzugehen, dann ist er halt tot, ne? Ja, ich meine Das auch ist als halt. CT dort mit AWE steht. Ja, das ist Ah, mir schon klar, oh, er dass es bankt ihn. besser wäre. Aber Aber das ist. trotzdem erfolgreich. Aber es Krass. ist vor allem ja schlecht, das zu machen. Gegen Amerikaner, sage ich halt. Da mit der Colt zu stehen. Weil die wirklich, keine Ahnung, die juckt das ja nicht. Die kaufen sich eine AWE, meinetwegen auch drei im Team und gehen irgendwo vor. Dann kassiert er halt dort. Ich guck Naja. gerade mal so von der Action, das ist echt ekelhaft. Ich glaube, die siehst du da nicht. Mit diesem Zaun dann noch. Aber sieht man Ist echt schlecht, ne? ganz schwer zu Aber. erkennen, glaube ich, ja. Keine Ahnung, ich meine, um mit einer Colt einen direkt umzuschießen, der muss auch schon reingehen, ne? Der ist ja bei Ja. einem Headshot nicht tot und dann wird's halt schwierig. Du hast noch Musik an, sagt Oh, Knochen mir hier gerade. danke, danke. Also danke an den lieben Knochen, der hier auch Ja. mal den Stream guckt, nicht nur selber streamt. Grüße auf jeden Fall. Der Chat hat es wahrscheinlich auch gespammt, ich habe einfach noch nicht hingeguckt.
Schöne Flash verworfen von Mantis. Ja, die wissen aber eigentlich, dass es A geht. Ado. Da steht aber keiner auf Spot. Sie hitten aber echt gut gerade. Schöne 3 Headshots von Simon. Boah, das weiß. Das. LOL, schöner Molotow von Dizzy. Boah, boah, schön. Sehr schön von Dizzy, aber leider ist der Plant durchgekommen. Aber egal, 3 Waffen überlebt. Aber stimmt, jetzt können sie wahrscheinlich kaufen. Ich glaube, die hatten. Ich glaube, die hatten nur eine Deagle oder so, die haben wir vorher gekauft, oder? Da so. Es waren jetzt 2 Runden in Folge. Also 2 Kaufrunden in Folge. Ja, aber die Runde davor war so, keine Ahnung. Ich hab nicht richtig hingeguckt, aber ein paar hatten Deagle, einer zumindest. Okay. Jetzt auf jeden Fall noch eine Eco. Jetzt haben sie halt. Oder? Nee, sie haben Nee, jetzt haben sie Full Equip wegen dem Plant auch. Oh, guck, das meine ich eben. Er geht einfach vor mit der Arme und holt ihn. Okay, jetzt natürlich ganz blöd. Ja, er ist halt zum Connector erwischt. Gelaufen, genau. Ja, er hat ihn da jetzt ganz unlucky erwischt, aber. Gut, eben wäre es auch ähnlich gesehen. Coole Flash von Simon. Boah, holt er vielleicht den zweiten? Oh, da hätte er schön facen können. Scheiße. Nice, Mann. Schön. Das war ganz stark. Ich dachte schon, er stirbt. Hat er super gemacht. Schön. Jetzt daddeln die Amis ein bisschen einzeln rein. Ja, aber. Okay. Es war halt schwierig. Der Simon hat eine echt coole Flash gemacht. Die konnten da nichts machen im Keller. Wollte die. Warte mal, Duell oben Haus gleich. Aber Kirby müsste eigentlich den Schatten sehen. Aber da werden sie nicht mit Kirby rechnen. Er holt auf jeden Fall den ersten. Glaube schon. So, sag mal kurz, wo er die Flash geworfen hat. Oh ja, kompliziert. Er stand im Connector links, hat dann gegen die Kiste die Flash gedroppt, dass sie so im Keller aufgegangen ist. Okay. Also so, dass man sie nicht dodgen konnte. Hm. Ja, ich kann es mir ungefähr vorstellen. Muss mal gucken, ob er es nochmal machen wird. Ja. Er geht, glaube ich, direkt Döner. Aber läuft gut bisher. Eco auf jeden Fall mit Denial. Krass, wie viele Smokes sie haben hier in der Eco. Okay, wie geht sehr oft gegen Eco. Aha. Und da war jetzt gut erste weg. Smoke, zweite, dritte. Gucken sich da gegenseitig ein bisschen. Das ist komisch. Kommt da nicht mal jetzt Jail Smoke oder sowas? Fackel die genau einfach reinhalten. Ja, ganz gute Anti-Eco, nur einen Mann verloren. Ich denke ja jetzt nicht, dass er noch einen Fight macht. Naja. Schon viel zu wenig HP. Was wird das 7-0? Faculty spielt echt gut auf gerade. Da sieht man mal, was eine Pistole alles so möglich macht. Auch in den Köpfen irgendwie auslöst, scheinbar. Ja, bei denen ist es ja immer ganz wichtig, glaube ich, so, dass das dass die sich pushen und in so einen Lauf kommen. Dann läuft es auch bei denen. 2 Mollys auch. Kirby und Mantis jeweils ein. Machen wieder. Ja, machen wir den Tower. Guck mal, wie gut man sieht. Geht natürlich aufrecht, ne? Hat er sich nicht eben mal geduckt? Aber ganz ehrlich, wenn du da so rumgehst. Ja. Ganz gut, ehrlich, wenn ein Haus da rauskommt, killt er halt beide. Ja, das auch, ja. Aber sie brechen es jetzt ab. Ja, ja. Das reicht, ist vom Timing gut. Boah, er kassiert direkt. Auch von einem Spot. Aber irgendwie lässt Dizzy ihn auch immer da alleine verrecken. Okay, und steht da mit dem Molotow. Aber ich weiß es nicht, Mann. Das wird jetzt schwer. Also entweder. Oh, da kommt einer aus dem Switch. Unmöglich eigentlich. Einer auch noch auf Spot. Oder nicht mal hingeguckt. Man sollte dann safen gehen, wenn er noch kann. Da kommt nicht mehr weg. Toll. Da hab ich die Jacke gedroppt. Egal, Fickel, die hat aber richtig viel Kohle. Guck mal, 2 mit 16k. Dann noch mit 12k. Also das ist ordentlich.
Jay Mitchell wieder Aave. Wird wahrscheinlich wieder direkt Connector anlegen. Von der Action. Geht da auf jeden Fall direkt wieder hoch. Boah, schön. Boah, schön. Schön abgelenkt von Dizzy am Spot auch. Aber Mant ist jetzt sicher tot. Ja. Dizzy kann da kaum etwas gegen machen. Dizzy sollte sich lieber genau dahin konzentrieren. Schön aufgepasst von Simon. Noch einer am Connector. Boah, schön. Den holt nice. Simon. Jetzt ganz wichtig, Simon safe spielen, macht er auch. Ja, und die Faculty spielt sie also wirklich gut. Gibt Kiko keinen Frag, guck, er sucht doch den Frag. Ja, machen sie auch gut. Genau richtig gespielt von Kiko, aber wie gesagt, wenn der Gegner es gut spielt, dann kannst du auch nichts machen. Er wird also jetzt gleich dann zum Plant kommen. Boah, schöner erster Shot. Aber egal, Simon ist da. 8-1. Ah, das Geld wird reichen nächste Runde. Die können auf jeden Fall nochmal kaufen. Also die Amis. Weißt du, gegen wen Faculty die danach spielen müsste? Kann ich fix nachgucken. Und zwar gegen Curse. Gegen die sie gestern, gegen die sie gestern schon verloren hatten. Ja, okay, aber wundert, sie wundert ist mich so, auch ein bisschen. Wobei ist ja trotzdem ein machbares Match. Also. Ahnung. Ist jetzt hier besser als diese Quantik, oder dann? Ja, was da noch drin ist, so. Fall. Oder ESC ist auch ganz gut drauf, ne? Ne, ESC ist es. Unser Turnierbaum auf Flugmaus falsch. Also halt die Vorhaus, sagt zumindest ESC. Ja, okay, wäre auch echt komisch, dann nochmal gegen Kürze zu spielen. Ja, aber die liegen Faculty ja eigentlich auch. Hm. Und schauen sie vorhin echt nicht gut. An. Ich weiß nicht, hast du das Spiel vorhin gesehen? Nee, ich hab gestern ein bisschen gesehen. Da waren sie gut. Vorhin. Ja, gestern fand ich sie auch gut, aber heute irgendwie total enttäuscht gegen Very Games. So, haben auch, glaube ich, noch nie gegen Very Games gewonnen. Nee. ESC, die liegen denen irgendwie vielleicht auch einfach nicht so. Das finde ich auch krass. Oh, gut nach hinten aufgepasst. Nice. Oh, und holt Simon wieder das 1-on-1? Oh, er hat ein Kit. Schön. Nice, er holt. Reicht das? Oh, krass, ja, das reicht. Das Zweite, was er jetzt holt. Spielt ein super Spiel gerade. Stand er sehr in der Kritik in letzter Zeit. Ah, okay, weil aber auch nur wegen dem einen Match in der EMS, oder? Weil das statsmäßig da. Ja, na, auch Kopenhagen war, glaube ich, nicht so gut. Gut, da waren ja alle nicht wirklich gut, aber trotzdem. Ja, wird halt ein bisschen geflamed, weil er dann dieses EMS-Match hat, da glaube ich 8 Kills auf 2 Maps gemacht, ne? Ah ja, genau. Das und da sind dann direkt die Leute, die Comments schreiben wollen, immer ganz vorne dabei, ist ja klar. Ja, ja klar, irgendwas. Man macht jetzt man wieder halt den Flash-Move, muss mal hingucken, falls du gerade drauf bist. Boah, Kirby. Aber wieder ist der Support weit weg. Lol. Boah. War das ein Double-Schuss? Ja. Krass. Boah. Und da ist die HLTV-Szene, wenn du den noch killst. Na ja, komm schon. Oh Mann, das holte sich. Oh, krass, 10-1, dass wir sowas nochmal erleben dürfen von Faculty. Hätte ich nicht gedacht. Auch echt gut gucken. Ja, wobei. Die Nadel kann nochmal kaufen. Keine Aave. Aber so richtig. Richtig viele Goes haben sie jetzt nicht. Sie machen kaum was in der Mitte. Wenn dann diesen Bego oder irgendwie verzögert A. Gut, einmal der Keller, da hat Simon aufgeräumt. Was machen sie jetzt, Alter? Die smoken doppelt den T-Spawn. Sind sie Tilt? Hä? Na, Smokes verworfen wahrscheinlich. Nein, keine Ahnung. Sie haben die auf den Boden geworfen oder was? Ich, ja, richtig komisch, aber ich weiß nur nicht. Tilt wahrscheinlich. Strange. So, wie gesagt, ich spiele jetzt wieder diesen Argo. Mantis ist schon Mitte oben. Haben viel Kontrolle. Dizzy ja, allein aber trotzdem steht Dizzy alleine. Sollte Dizzy jetzt nicht unters Holz vielleicht gehen? Ja, oder CT weg halt, ne? Ja. Das, ja, immerhin geht er unters Holz. Kommt sogar zum Gegenflächen. Boah, Leute, die Smoke liegt scheiße, ne? Er sieht sogar was. Kann auch nichts mehr machen. Boah, so borastet aus. Alter. Da wissen sie ja eigentlich fast, aber, wo der Go kommt und können ihn nicht aufhalten.
auch wenn man das schön. Boah. Da, guck mal, siehst du das Feuer? Das oben da, ja. Das noch anfackelt. Oh, schade, dass es Turn 1 ist. Oh, schade. Weil Lynch gestorben ist. Ja, eigentlich hätte Kirby den Kill gehabt. Schade. Hat zu spät geschoben. Da ja, macht langsam jetzt ne, wieder Mitte Push. Oh, und da warten sie. Ey, von ah, Simon Asmo noch gut. Aber ab. Oh, schade, Asmo verschießt. Zweiten auch nochmal, oder? Ja. Amerikaner werden wieder A gehen. Ist ganz klar, man. Da haben sie die beiden Runden geholt. Haben sie den First Track Vorteil. Aber diesmal stehen sie zu zweit drauf. Und Simon also nimmt auch. Ich will diesmal ein Fake, das ist auch nicht schlecht. Oh nein, der schleicht ihm rein. Er guckt nicht mal in das Eck. Ja. Wenn sie da einfach bleiben. So, Asmo ist auch abgesmoked. Sie sitzt doch auf dem Spot. Muss aber zwei holen, um die Runde noch umzuholen. Boah, er wurde gesehen noch von dem Planter. Er hätte vielleicht eher rumziehen sollen. Asmo wurde von dem Booster geholt. Kirby auch bekannt. Schade. Schade, man wird die dritte Runde. Geld sieht halt nicht mehr so rosig aus, nee. Mittlerweile. Ich meine, wenn er die durchbringt, dann. Ja, man sollte aber jetzt nicht. Man sollte auf keinen Fall den Fehler machen, dass man jetzt nicht kauft. Also, wenn er die durchbringt, dann werden sie eh kaufen, aber sie hätten noch trotzdem kaufen müssen. Okay. Weil Simon kann zwei Waffen legen. Und einer hätte die sie hätte selbst kaufen können, dann hätte ja theoretisch nur einer keine Waffe gehabt. Oh, er schleicht also jetzt mal rein. Also jetzt den Fehler zu machen und eine Eco zu machen, das ist nicht unbedingt gut. Aus Simon wird ungefähr 9,8 haben, ja 9,65. Ja. Er muss jetzt. Oh mein Gott, das ist schlecht, was Faculty macht. Es hätte nur einer keine Waffe gehabt und das in der vorletzten Runde. Hm. Oh, doch sie. Er kauft einer alleine. Kommt, nur Simon okay. Kauft alleine. Na, schenkt man wirklich ja. Eine Runde her jetzt fast. Also komisch, ja. Eigentlich zwei Waffen legen und dann hat man vier Waffen und dann ist die Runde offen halt. Dizzy kann auch nichts mehr machen. Oh, schade, wenn er den zweiten direkt hittet. Nice. Boah, nice. Simon ist on fire, ja. Schade. Ja, ja. So ein blöder Fehler, der irgendwie das Match kostet. Hat er eine Waffe, Kirby? Nee, ne? Boah. Wurde durch den Smoke, glaube ich, gehittet. Er hat ihn kurz gesehen, weil eine HE in der Smoke aufgegangen ist. Ja. Ja, jetzt muss aber das L4 her. Mal wieder Richtung B. Hat gedroppt. Gefällt mir aber, wie Faculty die Mitte aggressiv hält. Jetzt bauen sie wieder Keller auf. Mal schauen, ob Simon nochmal seinen Move macht. Sie eher selten mit dem Keller, wa? Sieht eigentlich ganz gut aus für die Amerikaner, weil die zu viert Mitte sind. Hm. Und wenn Simon fällt, fällt eigentlich boah, da der hinter ihm stellt. Direkt. Oh das, mein Gott, das hat und keiner schau auf mal, Schirm. Mann, ne, wer ist das? Dizzy. Der steht da. Boah, ja. Aber der Booster macht doch nichts. Ja. Guck mal, was. Oha, er baitet einfach seinen Mate. Der Connector auch geht, das ist ja sowas von schlecht von dem Spieler. Jetzt geht der Base. Der eine geht Connector hoch, stirbt und der Booster geht dann irgendwie nach dem Frag Base. Ja. Macht auch keinen Sinn. Also, nett sein Mate ausgebaitet. Mit dem Base rechnen sie immer zwar jetzt tricky, nicht. Halt. Jetzt bekannt. Mitte der auch bekannt. Kirby muss ihn langsam mal töten.
schön. Und jetzt einfach Dizzy wegbleiben. Runde sieht ganz gut aus. Okay, wir am besten direkt auf Refrag. Oh, ja, die Bombe. Machen's gut. Aber trotzdem. Wir müssen es jetzt wissen, dass die Bombe. Boah, Dizzy hat eine HE. Warum ist der denn? Doppel-HE und er ist tot. Boah, das war nochmal knapp. Aber L4 ist da. Das erste Mal, dass Faculty wirklich überzeugt in der Halbzeit. Jetzt aber auch bitte mal endlich eine Map gewinnen. Kennst du irgendeine Pistol von ihnen? Nee, keine Ahnung. Mal gucken, sehr beliebt ist ja meistens so ein B-Split direkt über Mitte mit ein paar Smokes. Ja, B in der Pistol sowieso sehr beliebt. Ja. Weil wenn der Gegner meint, zu zweit halten zu können, das ist eigentlich nicht möglich in der Pistol. Weil die Glocke einfach zu gut ist. Sie haben auch 4 Smokes. Lässt wirklich darauf schließen. Bei Curry Richtung A. Alle haben Smokes. Alle mit Equipment. Jo, geht auch Richtung B mit der Bombe. Mantis hat in Mitte was gesmoked. Kirby wird ein Fake von Kirby Mantis und Kirby. Connect, ja. Und die spielen zu dritt B. Ah, okay, sie gehen aber nicht auf B. Sie gehen. Ja, genau. Schön. Ah, ich glaube, ich weiß, was sie machen. Sie werden jetzt alle in Döner reinrushen, richtig? Ja. Ja. Es ist. Den zweiten ist aber nicht. Oh, der muss fallen. Alter, er macht zu viele dort. Dizzy Refrag. Das dauert zu lange. Richtig. Boah, er macht den nicht. Eigentlich coole Runde. Hm. Aber es ist nicht Faculty. Das hat mal irgendwer anders gespielt. Okay. Ich glaube, Virtus Pro hat es gespielt gegen mit einer Starladder, dass sie dann da den Döner komplett rushen mit 4 Leuten. Ja, eigentlich war es so übel. Eigentlich war es auch gut, aber irgendwie. Ich weiß nicht, ob da eine Flash kam oder so. Der eine hat jetzt im Endeffekt 3 oder 4 Leute da geholt. 4 ja, sogar. Auf jeden Fall zu viel. Ah, das war natürlich unlucky. Aber jetzt Pistol-Statistik 1-1, immerhin. Dann können wir noch ein faires Ergebnis sehen. Schnell geht's A raus. Boah. Ah, guck, da, boah, ganz ehrlich. Daran sieht man halt auch. So. Ja? Man sieht halt einfach, dass die Amerikaner scheiße sind. Weil auf diesen Kerrigan-Boxen sitzt einer mit dieser komischen MP7 und die Colt steht halt am Spot. So. Ja, das macht wirklich keinen Sinn. Das macht halt keinen Sinn. Faculty kauft auch schon. Galil. 3 Stück, glaube ich, und 2 AKs. Oh, ob man das hätte machen müssen? Ja, man hat die hohe Führung, ne? Naja, die hohe Führung. Und jetzt hat man natürlich Kack-Equipment. Ich meine, es ist nicht schlecht, wenn man die Runde gewinnt, aber wenn man sie verliert, hat. Ja, ja. Kacke. Aber sie hatten natürlich keinen Plan, ne? Ja. Natürlich. Naja. Schnelle Smokes. Moment, liegen die Smokes. Ist noch gut raus. Boah, der CD pusht einfach da durch. Und Dizzy hatte leider eine Flash in der Hand. Was ist denn unlucky? Schöner. Schwierig zu holen, die Runde für Faculty. Auf jeden Fall. Jetzt ist auch die Smoke weg. Und die Bombe ist noch nicht gelegt. Aber was daddeln die da so rein? Die boah, CTs. Asmo, jetzt CT aufpassen. Aber also nicht gut gespielt von den CTs. Nee. Überhaupt nicht gut. Boah, schönes Gas. Aber. Der, boah, der Headshot. Auf geht's, Simon. Macht ein gutes Spiel heute. Ist ein also, großer Gewinn. Bombe liegt, glaube ich, gut für ihn. Boah, warum schleicht der jetzt schon raus? Boah, zum Glück. Alter, was? Boah, na! Alter. Ist nicht sein Ernst. Angeblich gar keinen Damage. Obwohl er doch voll drauf war. Guck mal, das war ja nicht mal ein normaler Hit. Ja. Ey, aber. Ach, okay, weil die Bombe davor ist, deswegen ist er rausgegangen. Ja, eigentlich war es ja sogar gut von Simon. Oder zumindest Time Luck im Endeffekt. Hm. Aber dann, weiß ich nicht. Halt nicht mehr runterspringen. Er hätte halt nicht mal runterspringen müssen, eigentlich. Wobei keiner. Man kann ja nicht durch Kisten diffusen, ne? Man muss da wirklich drauf hocken. Also er hätte ihn ja, auf jeden ja, Fall gesehen da oben von diesem Holz. Aber. Ja, okay, aber der CT hat natürlich. Simon hätte am Holz nach rechts laufen müssen, der CT hätte links, rechts an der Box moven müssen.
Also springen war schon die bessere Variante. Okay. Weil wenn er anzieht, dann hat er Simon eigentlich. Wenn er es gut spielt. Komm, ich erstmal rennt alleine B drauf, wieder so ein Tilt Rush. Jetzt machen sie wirklich überhaupt nichts gemeinsam in der Eco. Ja. Und wieder Faculty so ein bisschen. Wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht, dann läuft es gar nicht. Jetzt kommen sie echt schon langsam ran. 8 Runden. Faculty immerhin Geld. Geld sieht bei den Amerikanern jetzt auch nicht so gut aus. Also wenn die eine Runde verlieren, können sie noch eine kaufen und dann war's das auch. War auf keinen Fall so gut wie eben bei Faculty, aber da stand sie auf 7-0, glaube ich. So, direkt nochmal Richtung A auf. Ich meine, die Grants vor eben waren ja gut, sie sind ja draufgekommen. Kiko pusht einfach durch. Jetzt kommt der Go, Kiko ist richtig blind. Boah, sie müssen das Eck checken. Oh, Kiko macht nur einen. Refix saß. Dass er noch einen Frag machen kann dann. Boah, ganz wichtig, Mann. Sehr schön. Save da Dizzy sein Leben. Ja, die Leiche ist ihm auf Kopf. Kommt eine Action von hinten? Ja. Ja. Mantis ist oben aber am Haus. Ah, okay, Dizzy passt aber trotzdem auf. Sehr schön. Er muss ihn. Nein! Was ein Timer? Ey. Und Asmo steht ganz scheiße. Schöner Fleck von Mantis. Oh, das wird eng. Wichtig. Boah, sehr schön. Boah, geil gespielt von Benny. Super gemacht. Aber unnötig von Dizzy, dass er sich dort nochmal wegdreht, anstatt einfach abzuzielen. Ja, gut, war Pech, ne? Ja, er will halt irgendwie nachmollen, aber. Ja, das ist wirklich schwierig. Ja, lieber halt abzielen und dann von mir aus den Molly aufs Spot werfen oder so. Also, die Runde gewinnt jetzt ziemlich sicher das Match für Faculty, sag ich. Wenn sie die holen. Na, ja, kann gut sein. Und direkt Richtung B auf. Weiß gar nicht, ob Mantis ja überhaupt noch ansagt. Das lief ja, doch ja. So scheiße also in Köln. Ich hab gestern gefragt. Er sagt auf jeden Fall. So. Boah, ein kleines Doppel dann kurz. Mit dem Mini-Döner spiele, wenn sie nicht rechnen. Ja, kassiert auch gut. Boah. Alter. Den Spieler kriegen sie ja nicht down. Kurzer Prozess. Aber warum jetzt sowas Schnelles? Warum nicht einfach nochmal A? Ja, oder zumindest ein Fake. Ja. Wäre ja auch aufgegangen nach 2 guten Runden auf A. Jetzt ist es nämlich Fickel, die Eco haben. Das war interessant, sind wir jetzt unnötig spannend. Auf jeden Fall. Wieder aufgesplittet. Also sie können aber eventuell planten. Ja, aber das ist jetzt den Track nicht. Was schleicht Simon denn jetzt noch hinterher? Na toll, jetzt verrät er sich halt mit. Oh. Zum Planten wird er halt nicht kommen, da kommt schon ein W-Haus. Gar nicht, wo die Bombe liegt. Irgendwo auf Spot. Irgendwohin katapultiert. Na, hinterm Spot lag sie. Richtung Küche. Jetzt haben sie auch gar nicht so viel Geld. Gucken wir auch alle Richtung A. Ich spiele jetzt wirklich einfach nochmal diesen Argo. Die Nile steht dann wieder nur zu zweit. Kiko diesmal direkt unterm Holz. Oh, wie schnell Kiko dagegen. Vielleicht kommt er nicht mal. Jetzt kommt der Go schon. Kiko sieht jetzt wieder was. Schön, er macht keinen. Flossig auch weggesmoked. Boah, Mitte. Warum geht er so früh da rum, Mitte? Boah, das wird nochmal richtig schwer. Die Bombe ist noch nicht gelegt. Boah, wenn der weggesprengt. Ach, das ist.
gegessen, denke ich. Zweiten noch bangt. Ja, wie du sagtest, also ein A-Fake wäre eigentlich wirklich ganz gut. Jetzt wäre es halt nicht mehr gut, weil du nicht mehr diesen Vorteil, diesen mentalen Druckvorteil auf dem Gegner hast. Ja, okay. Das hat halt eben nur eben in der Runde geklappt. Das hat man halt verspielt einfach mit der B-Runde. Die Amis können offensiv gehen. Nochmal eine Eco von Faculty, da sind sie wenigstens zusammen. Ja. Der Typ macht eigentlich ein ziemlich gutes Spiel auf B. Alter, wie er sich denn den noch gelackt hat. Oh, er kriegt's Ace nicht, aber er wird genervt. Und zack ist die Nell dran. 12 beide. Oh Mann, ey. Was hältst du überhaupt von dem Ansagerwechsel? Ist das wirklich ein probates Mittel, oder hättest du weiter Dizzy ansagen lassen? Ja, keine Ahnung, ich halt davon nicht so viel. Ich sag mal so, die haben 4 Major Events am Stück verkackt und wenn man dann immer noch keinen Spieler wechselt, also ich weiß ja, dass die sich ja alle so mögen und auf Beständigkeit und alles, aber also keine Ahnung. Ich meine, guck mal, du musst verstehen, wenn du 4 Events hintereinander verlierst und dann bringt es einen Ansagerwechsel halt auch nichts. Dann ist irgendwie die Moral schon ein bisschen kaputt. Ja. Und so ein Spielerwechsel kann halt neuen Wind reinbringen. Und ich sag mal so, wenn, also ohne jetzt irgendwie, ich will jetzt eigentlich nichts Böses gegen Dizzy sagen, aber wenn er da nicht ansagt, ist er auch eventuell so ein bisschen useless, ne? Ja. Weil er ist jetzt nicht der Top-Fragger. Also, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie man das ansagt, aber ich weiß nicht, ich würde halt, auch wenn es dumm klingt, nach 4 verkackten Events einfach einen Spielerwechsel empfehlen. Wen hättest du gewechselt? Ja, okay, das kann ich jetzt nicht sagen, weil ich bin ja nicht in dem Team so, ne? Aber okay. Ich denke mal, es gibt ja dann, wenn man 4 Events verliert, dann ist es eigentlich ausgeschlossen, dass es irgendwie keinen Stress gibt. Und so ein Spielerwechsel kann halt immer wieder neuen Wind reinbringen. Ja, vielleicht die Runde jetzt möglich. Asmo da gut im Jungle. Ich müsste sie jetzt holen. Asmo steht gut. Ja, Gas. Ja. Warte, gehen wir nochmal weg. Aber schöner Kill von Asmo. Die letzten beiden kann nichts machen. Schöne Runde von ihm. 4K. Kann sogar Ace machen noch. Boah, das kriegt er vielleicht sogar. Boah. Ja, schade. Er kriegt die Arbe durch. Die haben so unendlich viel Geld, einfach die Amerikaner. Ja. Also so viel ist es gar nicht, aber... Ja, Faculty hat vorhin mehr. Die hatten 2 mit 16. Ja, ja, aber es sieht einfach so unendlich aus. Du denkst, die können halt jetzt noch ordentlich durchkaufen. Der eine legt 2 Waffen, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Also keine Ahnung, nochmal, um das auf das mit dem Ansager zurückzukommen. Ja. Ich weiß halt nicht, also in Köln hat Benny ja, glaube ich, auch schon angesagt und Das hat ja auch nicht unbedingt gut funktioniert, wa? Ja, ja. Oh, schön, jetzt mal den B-Spieler gekillt. Ich weiß noch, ob das kurz einer ist. Boah, der Kurzspieler stirbt jetzt erst. Nur nicht gegen die Arbe sterben. Oh, die sind zu dritt schon da und schon rausgepusht. Ja. Gut gespielt von den Amerikanern. Wirklich gut gespielt, dass sie so schnell da rausgehen. Tankt sich gerade nicht so sehr. Oh, aber Flowsy krastet wieder. One and two. Jetzt nicht so ein Felsen, MJ. Schön. Ja, sauber gespielt. Also 2 Runden sind sie jetzt entfernt, ihren ersten Map-Sieg seit langer, langer Zeit mal wieder einzufahren hier im Laden. Ist es Sobo direkt auch nur mit Farmers? Und guck mal, da ist das Geld schon wieder runter. Ja. Der eine hat doch eben 12.000, der hat noch 2 Waffen gelegt. Ganz gut. Was haben wir da? Ah, ein leicht abgehandelter.
Einer pusht auf jeden Fall Keller, also mal gucken, wie die Amerikaner es jetzt handeln, weil die wissen sehr früh, dass es A wird. Aber... Naja, A ja, braucht noch ein bisschen. Oh gut, jetzt kann es Er weiß es. Aber einer ist schon Connector hoch. Schön, die Simon macht da den Frag. Boah, sehr nice, man. Mit 6 HP noch einen. Und Base ja, und wissen die sie Map auch. Geht dann wohl an Faculty, würde ich mich mal festlegen. Na, Moment. Die Situation noch. Die Bombe ist noch nicht jetzt gelegt. Boah, der zieht dem Tarakiri und er vereitelt den Bombplant. Also schießt beide mit Arve. Beide mit Arvon. Zum Glück nochmal nachgesmoked. Boah, das war halt schon so safe. Der da ist, eine, durch die da ist zum Glück noch eine andere Waffe. Da liegen noch mehrere andere Waffen. Boah, der zählt die wieder drauf. Schön, wichtig von Asmo. Boah, schön von Asmo. Jetzt ist es eigentlich safe. Wenn man das da ruhiger abheben würde. Also, wir haben immer noch beide Arve. Der Asmo hat gut geplantet, kann jetzt schön Death machen. Sehr geil. Asmo hat gar nicht geschossen gerade? Doch, doch. Hallo, Asmo, weißt du nicht, dass er durch ist? Alter. Alter, die fused nicht, ne? Alter, von gelegt. Sehr schön. Boah! Eieiei. So, jetzt aber auch den Sack zumachen. Denal hat auf jeden Fall überhaupt kein Geld. Ja. Jetzt auf jeden Fall gewinnen. Dann Inferno ist ja eigentlich auch eine gute Map von Faculty. Ja. Oh, zu viert am A. Schöne Flash von hinten. Nice. Schön, räumen da gut auf, aber mit dem dritten rechnen sie nicht. Oh, da steht immer noch Holz. Doch, Simon, oh, Simon! Wie blind der war, der Kiko. Der konnte ja gar nichts machen. Sehr schön. Nochmal eine 5er Runde zum Schluss. Auf geht's, so wird er auch noch sterben. Nice. Kratz an Faculty. Wir sehen also eine dritte Map. Inferno wird das sein. Was denkst du, Faculty? Können sie noch schlagen? Inferno gut. Ah, die sollten die schon schlagen. Also Faculty ist schon besser als die Gegner hier, würde ich sagen. Die dürfen halt nur nicht irgendwie so demotiviert wirken, wenn sie mal ein paar Runden verlieren. Also, für mich ist das eigentlich eindeutig, dass Faculty das bessere Team ist, zumindest in dem Match hier. Sollten sie schon gewinnen. Gut. Und Inferno ist ja jetzt auch nicht ihre schlechteste Map. Ja. Wir lassen uns überraschen. Bis gleich hier, dritte Map. Faculty gegen, wie heißen die? Denial. Bis gleich.